Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georgis Kanal. Ich bin am Flughafen Son San Juan in Palma de Mallorca. Es geht nach Deutschland. Der Flughafen, ja, für die Jahreszeit entsprechend Betrieb ist hier, kann man so sagen. Um die 250 circa Starts und Landungen an diesem Tag im Januar. Und ich bin selbstverständlich ohne Koffer unterwegs, das heißt direkt ab zur Sicherheitskontrolle in den obersten Stock. Ja, ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, es gibt ein paar neue Erkenntnisse. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein paar Tipps geben. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so dramatisch verläuft, dass ich keine Verspätung habe, aber das weiß man nie. Rechnen tue ich immer damit, umso geringer ist die Enttäuschung. Wir sehen das da oben, nicht so lange Wartezeit. Wir sind hier heute am Nachmittag und ja, ich habe ungefähr noch 2 bis 2,5 Stunden bis zum Abflug. So, Boarding Pass rausgeholt, Personalausweis braucht man hier noch nicht. Da vorne, überall wo es grün leuchtet, da lege ich das Ding rauf. Hier kommen die Klamotten rauf. Alles weg. Ja, hat alles gut geklappt. Also ich bin einwandfrei durchgekommen, ohne Nachkontrolle. Ich bin nicht verdächtig gewesen. Hab auch nichts zu verbergen. Einfaches Handgepäck. Ganz kleines Handgepäck und ja, dann ging es relativ zügig, was natürlich immer ärgerlich ist, wenn die Leute so viel Sachen mit sich schleppen und dann dauert es halt dementsprechend länger. So, hier muss ich mich mal am Spirituosenregal langschlängeln, weil da eben war es ein bisschen eng. Ja, wenn alle so ein bisschen weniger mit hätten, würde es viel schneller gehen, aber natürlich im Winter, hier brauchst du noch nicht so dicke Jacken, aber wenn du dann nach Deutschland fließt, da sind im Moment ja Temperaturen um den Gefrierpunkt, soweit ich das weiß. Teilweise soll wohl Schnee liegen, teilweise, wie gesagt, friert's. Dementsprechend muss man natürlich irgendwie eine Jacke dabei haben und ja, das dauert halt dann alles ein bisschen länger in dieser Jahreszeit. So, ich werde jetzt Richtung Terminal C gehen, werde mir noch was zu trinken besorgen und dann irgendwo in einem Bereich einen Moment entspannen.
Hier wird zwei Möglichkeiten, geradeaus geht's weiter Richtung D, aber ich muss, wie schon gesagt, Richtung Terminal C. Zurzeit auch gestreikt wird, und zwar bei Iberia. Das trifft wohl überwiegend auf Inlandflüge zu, und betroffen sind aber über 45.000 Fluggäste von diesem Streik, entweder Totalausfall oder durch Verspätung, und der dauert noch an bis Montag, den 8. Januar. Also da fühlt man doch so ein bisschen mit, gerade wenn man Verpflichtungen hat oder das Ganze fest geplant ist, und das ist ja meistens der Fall. Ja, Deutschland, Streik betrifft aktuell, soweit ich gehört habe, viele Straßensperrungen am Montag, den 8. Januar. Wer davon betroffen ist, der hat natürlich auch ganz schlechte Karten. Die Landwirte in Deutschland sind erbost über Entscheidungen der Politik und legen deswegen Straßen lahm. Auch da können natürlich viele Fluggäste von betroffen sein, indem sie dann nicht ihren Flug oder ihren Flughafen erreichen. Da wird allseits geraten, ganz, ganz früh loszufahren. Das würde ich auch tun. Vielleicht die doppelte Zeit aufwenden. Man stellt sich nur mal vor, man steht da vor so einer Vollsperrung. Und da werden sogar teilweise Autobahnauffahrten gesperrt. Da kannst du ja nichts machen. So einen Trecker schiebst du nicht beiseite. Also das ist schon, ja, nicht ganz ohne, wenn man davon betroffen ist. So, ich bin weiterhin auf dem Weg nach zu einem Flügel, der ein bisschen ruhiger ist. Hier ist mir zu viel los. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Da werde ich mir die Zeit durch Lesen vertreiben. Wer den Weg bisher nachverfolgt hat, dem kann ich jetzt mal einen Tipp geben. Für Raucher gibt es hier einen Bereich, da geht's raus. Ich war da noch nicht drin, aber mir ist schon oft aufgefallen, dass da mal reger Betrieb herrscht. Also das ist ein Raucherbereich hier auf dem Flughafen in Palma. Thank you.
und auch heute gibt's wieder Musik. Da sitzt ein junger Mann am Flügel und spielt uns allen was. Also herzliches Dankeschön für diesen tollen und kostenlosen Service der Leute, die sich hier präsentieren, ihr Können zeigen. Ich bin immer wieder begeistert, kann das gar nicht oft genug erwähnen. Also völlig uneigennützig, die legen da keinen Hut hin oder irgendwas, sondern spielen hier drauf los. Da ist er. Nochmal vielen Dank. Am Tage war es ziemlich bewölkt, jetzt ist die Sicht ein bisschen besser. Ich versuche jetzt mal den Putsch Major zu zeigen. Das habe ich zugesagt, dass ich das mal machen möchte. Und zwar da in der Bildmitte, da ist er. Ich rahme das mal ein. Das ist der Putsch Major, der höchste Berg von Mallorca. Ja, genügend Zeit ist vergangen. Ich bin jetzt auf dem Wege zu meinem Flug und ich habe eben gehört, dieser hat Verspätung. Den Grund kenne ich nicht. Und ja, warten wir es mal ab, wann ich da drin bin, dass er entscheidet, wann er losfliegt. Der Flieger von Mallorca Richtung Hamburg.
ich warte jetzt auf Boarding, versorge mich hier nochmal mit einem letzten Kaffee und dann geht's an Bord. Wir haben eine riesen Schlange, die sich nur langsam auflöst. Der Flieger ist so gut wie ausgebucht und ich bin wirklich froh, wenn ich drin bin. Ja, ich habe es geschafft, Fensterplatz. Die Sicht heute Abend ist ganz gut geworden. Jetzt haben wir aber über eine Stunde Verspätung, fast anderthalb Stunden, und warten auf unseren Abflug. Jetzt endlich ist es soweit, es ist schon fast dunkel, da hinten irgendwo die untergehende Sonne. Was der Grund jetzt genau war, ich habe es gar nicht mitbekommen, weil ich so am Chillen und am Lesen war und auch neben mir keine deutschsprachigen Leute sitzen. Es ist, wie gesagt, voll belegt. Ich habe tatsächlich das Glück, dass neben mir noch ein Platz frei ist, also eine Lücke. Immer sehr angenehm, man hat eine Bewegungsfreiheit. Und jetzt geht es los, wir starten Richtung Meer. For departure.
dicht sind, dass wir einigermaßen auch eine gute Sicht haben, der Sonnenuntergang noch schön anzuschauen. Hier liegt vor uns die Playa de Palma in der ganzen Breite oder Länge, wie man es auch immer sagen mag. Hier oben wird es jetzt leicht dunstig, diesig. Wir steigen immer höher und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das Formentera. Also so weit kann man schauen, auf jeden Fall. Es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit und wenn das Formentera ist, ist das da ganz rechts etwas weiter. Rechts, genau, das müsste dann Ibiza sein. Ohne Gewehr. Mallorca, das dürfte Sa Dragonera sein vor St. Anne am Rande des Tramontana-Gebirges. Ja, es ist jetzt hier oben ein bisschen wolkiger, sodass es nicht mehr ganz so gut zu erkennen ist, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Das ging wirklich ruckzuck und in Kürze ist es dann dunkel, dann sehen wir da unten nichts mehr. Also nächster Blick nach unten dürfte dann Norddeutschland sein, also Hamburg. Thank you.
2,5 Stunden Flug sind überstanden, dort unten ist Hamburg. Ja, wir haben etwas aufgeholt, ungefähr eine Viertelstunde noch Verspätung. Also es soll auch an dem Streik gelegen haben, aber das ist jetzt nicht ganz sicher. Ist auch egal, im Nachhinein muss man damit halt immer rechnen, dass man Verspätung hat. Oh, da unten viele Lichter und ja, wir sind kurz vor dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel, dem Helmut-Schmidt-Flughafen in Hamburg. Das ist alles nass, ob das jetzt Schnee war. Natürlich ist das hier alles gestreut mit Salz und die Flugzeuge sind alle abgespritzt worden gegen, also mit Enteisungsmittel gegen das Vereisen, damit sie sicher starten können. Ja, ich werde mich jetzt beeilen. Ich habe noch ein Ziel, habe noch einen Plan für heute Abend, deswegen muss ich jetzt den Laufschritt einlegen. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Es war etwas anstrengend, weil das Boarding sehr, sehr lange gedauert hat. Es war etwas nervig mit der Verspätung. Klar, eingeplant ist das immer. Ich rechne nie mit einem pünktlichen Abflug. Halbe Stunde habe ich immer eingeplant. Alles andere, ja, kann man nicht ändern. Ärgern hilft nicht. Es geht Richtung Ausgang. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure netten Kommentare. Ich danke allen Unterstützern hier auf Georgis Kanal, auch den Supersengs und Kanalmitgliedern. Vielen, vielen Dank dafür. Ich zeige noch einen ganz kurzen Weg Richtung Ausgang. Verabschiede mich bis zum nächsten Video hier auf Georgis Kanal aus Hamburg und sage Tschüss, Adios und Bye-Bye. Freue mich, euch wiederzusehen. Servus.